würde jetzt gerne Velkos spielen. Fürchte allerdings, dass ich damit gleich auf die Fresse kriege. Mhm. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde LOL. Ich kriege auch diesen ersten Satz nie auf die Reihe. Wieder willkommen oder wieder quasi raus aus der Elo-Hölle und wieder mit meinem guten Freund und Kupferstecher Thomas. Das Team, was wir jetzt hier haben, sieht schon sehr tödlich aus, aber wir haben festgestellt, dass es ein sehr, sehr AD-lastiges Gegnerteam ist. Kassadin ist der einzige APler, wenn der Xin Shao, den man jetzt momentan bei mir noch nicht sieht, nicht auch auf AP spielen wollte, sollte. Und den richtigen Support haben die auch nicht. Also das könnte interessant werden. Wir haben eine All-Time-Crying Nami, die schon eben in der Teamauswahl die ganze Zeit geschrieben hat, dass wir alle verlieren und das Team OP ist und sowieso überhaupt. Okay. Wer möchte, Hauptsache sie spielt ordentlich, weil ansonsten gibt es halt Report für negative Einstellungen. Ich mag sowas einfach überhaupt nicht. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Ich habe in der Mitte eben Kassadin mit einem Velkos, ist schon sehr anstrengend. Das könnte durchaus zum Problem werden. Aber mal gucken. Thomas heute als Jungler. Hihi. Mit Skarner. Bin sehr gespannt. Ja. Mit ein bisschen Pech komme ich erst mit Level 6 aus dem Jungle raus. Muss ich mal schauen. Ja, mit ein bisschen Pech bin ich dann schon mit 0 zu 3 irgendwie im Rückstand. Ja, das kann passieren. Ja, gegen den Kassadin ist echt tödlich. So. Aber ich spiele Velkos viel zu gerne, um ihn einfach selbst gegen den Counter nicht zu spielen. Mhm. Aber den Kluftkampf kriegt er erst mit Level 6. Das heißt, wenn du gut einen Tower bei dir reindrücken kannst, dann kann ich ihn dann wegslowen. Ja, absolut. Also bis Level 6 habe ich noch eine gute Chance, ihn auch mal mit meiner Passive-Effekt zu bursten. Ja. Das unterschätzen die meisten, was das für einen Schaden macht, weil es ja auch True Damage ist. Aber naja, mal gucken. Wir wollen auch gar nicht so groß spekulieren. Ich finde das Team da auf jeden Fall interessant. Das Problem ist natürlich, dass ich den einzigen APler auf Gegnerteam im Gegner habe und deswegen ich zwar eigentlich Armor rushen muss, um weitsichtig zu spielen, aber am Anfang eigentlich MR brauche. Na, ich würde gar nicht mich jetzt auf den Kassadin so einschießen. Ich habe vor dem echt Angst. Ich glaube, ich bin ein bisschen geschädigt vom Kassadin irgendwie. Aber tatsächlich, ich glaube auch, also der Kassadin, der ist auch, der wird nicht das ganze Team irgendwann auseinandernehmen. Also klar kann er, theoretisch, aber ich glaube, wenn wir es ein bisschen klug anstellen, wird er das nicht machen, nicht hinkriegen. Ja, und die Frage ist halt immer, wen soll ich rausnehmen für die paar Sekunden? Ja, es sollte jemand sein, der wirklich schnell platzt. Also entweder du nimmst ihn hier aus seinem Heal raus, was natürlich immer geil ist, wenn er sich immer hinstellt und healt, oder eben wirklich den ADC. Oder gegebenenfalls den Kassadin nehmen. Ja, aber es muss. Ich glaube, das entwickelt sich gleich irgendwie über das Spiel hinweg. Okay, ich glaube, der Teemo geht auch auf AP komplett. Ist ganz gut. Ja, absolut. Also, anders bringt uns das gar nichts. Wir brauchen die Map Awareness und wir brauchen den Schaden vom Blendpfeil. Ja. Vor allem, weil die auch relativ viel Auto-Hitter haben. Also, eigentlich nur, selbst der Kassadin Auto-Hittet. Aber mal gucken. Für alle, die sich wundern, ich fange immer mit dem W an. Ich steige auch zuerst den W hoch bei Velkos. Mit dem W kann man einfach besser farmen und dann kommt man nicht so schnell zurück. Hat sich bis jetzt meistens als gut erwiesen. Und dann nachher gesunden Mittelstrahl in die Gegner. Ja, selbst mit dem Mittelstahl kriege ich den Dings ja nicht, weil der sich dann einfach aus meinem Mittelstahl wegportet. Mhm. So 8 Sekunden Cooldown oder so. Passt das? Ja, besten Dank. Okay. So, Monsieur Kassadin. Monsieur Kassadino. Okay, J-Spot. Schon hat sich so diese Befürchtung von Nami überhaupt nicht bestätigt. Ja. Weil die ja rumgeheult hat, dass Teemo gegen Jace top verlieren wird. Ja,
viel dazu. Bis jetzt habe ich nur Kontrolle, aber das wird nicht lange bleiben. Oh Mann. Ich meine Träne. Quatsch. Ich muss ja eigentlich. Von Träne könnte ich versuchen, auch mal mit ihm zu spielen. Aber das, solche Chosen probiere ich später mal aus. Scheiße. Zu weit gepusht. Nein, nie auf, nicht drüber nachgedacht. Ein bisschen Brain auf K gewesen. Hey, müssen Kassadin und ich ja echte Bros sein, weil laut Lore sind wir ja beide aus der Dunkelheit. Mhm. Aus der Leere, so rum. Echte Bros. Echte Bros, ja, vor allem. Brawlers. Mhm. Oh, jetzt bin ich auch noch oben. Nee. Mach kaputt. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass der Kassadin quasi nur genommen hat, weil es ein Counter ist und der ihn nicht so gut spielen kann. Das ist eine sehr große Hoffnung in mir. Kassadin. Ach, der hat sich eine Dings mitgenommen. Ah, er spielt mit einer Flask. Das sehe ich selten, die Flask, muss ich sagen. Wo die gar nicht so schlecht ist. Die ist eigentlich ganz gut, ja. Bleibt lange auf der Lane. Sonst mit Champions, die eigentlich wenig Leech haben oder wenig Leben. Hm. So, ich komme mal rum. Über Topbusch. Und ich gehe erstmal rum. Was soll ich denn da, Digga? Ja, sieht gut aus, Top. Kannst du gut machen. Ja. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Mana hier. Hopp. Die Warte gefüllt. Okay. Ah, hat gut gefressen. Ja. Vielen Dank. Ah, ein bisschen Angst gekriegt. Außerdem kriegt er gerade kein Farm. Ja. Und seine Flask müsste auch gleich leer sein. Ja. Oh, jetzt für Mana alle, ja? Das ist so eine Kacke. Oh, ich habe ihn gekriegt. Oh, wollte schon sagen. Huh. So, das war's jetzt um Kassadin. Jetzt müssen nämlich Level 6 sein. Ach je. Yeah. Nein. So, nein. Es fällt aus. So. Kassadin ist wieder da. Der MF-Bild ist OP. Okay. Mit 5 Flaschen und 2 Dolchen. Das klingt für mich auch voll OP. Ich bin gleich Level 6. Oh, gut. Genau dazwischendurch, ey.
So. Warte noch einen kleinen Moment, ich musste meine W aufladen. Auf Cooldown. Okay, einmal habe ich jetzt. Schön, schön rein ultien können. Ja, ich hatte keine Ulti. Jetzt habe ich die Ulti. Ach so, das war jetzt okay, muss ja nicht. Schön, schön. Oh, oh Gott. Oh. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Genau, schön. Geiler ja. Scheiß. Ich habe auch noch den Blue bekommen von dem Katharina, Alter. Ah, das war ein bisschen der Kackstift, muss ich zugeben, aber Armschienen hätte ich gerne. Das ist der Grund, warum ich gerne Velkos spiele. So, dass ich einfach mit ihm klarkomme. Na toll. Ja. Selber deine Gangs zumindest über in der Mitte alle gut. Also kann man nicht meckern. Vielleicht ja. Top-Runde vorbeischauen oder so. Bot meine ich. Ja. Das ist. Ich habe in 20 Sekunden wieder. Ja, super. Das kriegt er da oben auf den Sack, ey. Der Timo macht mich echt fertig. Ich hab deswegen schon die Gauntlet gekauft gerade. Stop that, Timo. LOL! Oh. Tschüss! Immerhin terminiert, das war ein Worth. Ja, definitiv. Also der Kassadin, der weicht mein Spell so wie nie aus, kriegt alles ab irgendwie, ist ganz angenehm. Das ist in Ordnung. Ich finde auch. So, ich hab's nicht, denke ich. Ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, wir sind also squishy. Ja. Schaden haben wir genug. Echt respektvoll in meinem Kassettchen, aber ich habe eine größere Reichweite als er. Das ist so ganz praktisch. Achso, hier kommst du dir. Danke. Ich komme über den Botlane. Ja, ich treffe dich auch. Scheiße, ich komm nicht hinter mir, der Kasser, die macht nicht. Ulti rauf. Och, boah, schönes Ding, Alter. Gute Sache. Ganz ohne haben wir das Bells. Oh, ich hab noch Tränke dabei, alles gut. Na, sieht so aus, als wenn du in die Promo auf jeden Fall kommst. Bis jetzt zumindest. Bis jetzt, wenn ich der Xin nachher völlig abdreht. Das wird auf Garantie. Ja, und dann wird er nämlich an mich springen. Wir haben aber so viele Get-Closer. 3 Stück, Alter. Mhm. Jetzt hab ich Barry rausgehauen. Das war doof.
Ja. Boah, Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ist Timo jetzt AFK gegangen oder was? Pass auf. Mhm. Sehe schon. Hab ja Gott sei Dank gewardet. Ja. Okay, top fehlt. Mhm. Geht zum Dragon, denke ich. Mhm. Oh, das kümmert ja für den Schaden, ey. Ja, vielleicht Thornwell gegen ihn X-Wing kaufen. Dreh dich doch, Alter. Was ist mit Timo los? Ach, scheiße. Oh mein Gott. Mein Glück hat's Verstand gerade gehabt, ey. Nein! Der Drecks Chase neben mir. Ja, ich überhaupt nicht ehrlich. Aber gut. Ah. Gut. Ja, nice. Team reporten. Mhm. So viel zu Promo, so viel zu Elo-Hölle. Damit haben wir mal ein super Beispiel dafür. Kriegt um auf den Sack und geht AFK. Ich geh mal top farm. Wir brauchen jetzt Towers ganz schnell. Mm. Wer hat das geschrieben mit Game of Noobs? Jace. Mm. Ja, ich würde gerne auch den Mid-Tower pushen, aber ich bin ein wenig respektvoll gerade hier. Ja, glaube ich. Sehr wenig zu sehen sind gerade. Ey, der Timo. Ich komm bitte. Ja, lala. Ja, ja, er ist zu vorsichtig geworden, glaube ich. War ein bisschen Overkill gerade. So, die Zinn vielleicht Morello kaufen, ne? Mhm. Hätte die Bubble gesessen, ey. Bin zu langsam, scheiße. Kannst du schon reinpinkeln da jetzt? Schön. Immerhin etwas. Ja, sehr gut. Der ist schon interessanter. Ach, den Tower.
machen. Oh Gott. Boah, die frisst aber gut, die MF. Mhm. Tostana scheint auch ganz gut zu sein, das ist angenehm. Kommen die hoch? Die kommen hoch, ne? Ja, zumindest einer kam auf jeden Fall hoch. Das hat sich der Timo doch gekauft, Alter. Keine Ahnung. Eben im oberen Jungle rumgepimmelt. Mhm. Bei uns? Noch bei denen, war beim Fluss dort, da wo mein Wort steht. Okay. Ist in Richtung Fluss gelaufen. Da ist er. Ja. Ulti habe ich in 20 wieder. Vexin kommt euch hinterher. Ne, ist wieder da. Schöne Ulti. Verarscht kann, ich glaube es nicht. Lass uns Tower eindrücken hier. Oder so. I have to go. The people need me. Kommt der Creeps nach auf der Topline? Nee, die dauert noch. Hopp. Scheiße. Tower ist ja fast down, jo. Meh. Ja, aber genau so meinte ich das so. Ich muss einfach ein bisschen später in den Teamkampf kommen. Ach, Pupu. Das riecht hier halt echt genau nicht. So, dann werde ich mal. Okay, ich hätte mir vielleicht auch Schuhe kaufen sollen. Egal. Jetzt werde ich Morello Nomicon. Obwohl, ich hätte eigentlich lieber eher die Maske. Ich habe mir gerade einen Voidstep für Instant gekauft und ich überlege gerade, ob ich jetzt die Maske oder das. Bin auf dem Weg. Scheiße! Ich habe aus Versehen meinen Strahl gedrückt. Nein! Gut. Das war blöd, aber im Jungle kämpfen ist sowieso immer die doofe Idee. Mhm. Oh, hallo. Ja, der wird gekonnt. Das ist halt ein Könner. Ja, absolut. Au! Hallo? Wenn ich ihn nicht töten kann, kann ich ihn wenigstens trollen. Fünfzig Sekunden Ulti. Nee, scheiße. Die Ringe schlechter
2. Ich möchte dieses Spiel nicht verlieren, weil es einfach viel zu cool ist gerade. Ein Drake machen vielleicht? Ah. Oh. Ich komm zu euch. Ja, der Junge macht mir auch gerade ein bisschen Angst. Den finde ich, habe ich mir verdient. Dafür kriege ich keinen Assist mehr, ne? Nachdem ich ihn durch eine halbe Länge gezogen habe. Nee, hast du ja keinen Schaden gemacht. Ne, ist richtig. Denk mal drüber nach. Support ist anders. Nee, das prüfe ich nicht an. Das auch nicht. Oh je, jetzt bin ich tot. Mhm. Ich habe auch keine Flash mehr, kann gar nichts. Das habe ich so hingenommen. Okay, Morellos jetzt so. Bam, das habe ich mir jetzt gekauft. Mit einem Mal. Ich muss auch noch den Kelch fertig machen und die Schuhe. Das ist erstmal nächstes und dann. Ist gut gemacht, Timo. Wie der sich hochheilt, Alter. Aber das überlebt er nicht, oder? Doch, tut er. Natürlich. Er ist Sinchao. Sinchao überlegt das. Fresse, ja. Sehr schön. Sehr schmack. Ach, schön. Da Tristana, I like. Und jetzt, ohne Mist, wir müssten irgendwie eine Lane hier wegdrücken. Ja, ja. Ja, mein Midlane sieht ja bis jetzt am besten aus, aber eben leider auch für die Gegner. Ja. Erstmal Schuhe kaufen, dass ich ein bisschen wegpimmeln kann. Wenn noch ein Tutorial draus werden. How to play Vel'Koz. Mit dummen Off-Kommentaren. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Nein. Ja, wo ich auch zugeben muss, dass sich die Gegner ja auch nicht allzu gut anstellen. Die könnten mir weit mehr Probleme machen. Achso, ich habe mir jetzt einfach mal genommen. Achso, okay. Das ist nett, ja. Du bist Jungler. Ich bin AP-Carry. Und ich carry das wirklich. Wie sieht denn die von Tristana aus hier? 11-7, ja, kommst du echt nicht meckern, das ist okay. 7-5 für dich ist auch gut, Mensch. Beides drei positive Stats, gut aus. Das ist eigentlich lächerlich, dass man sich über sowas noch freut im Bronze, aber okay. Das könnte auch mal. Oh Gott.
Timo. Nee. Oh, was war das denn gerade? Ach, da war der Xin noch, okay. Ja. Ich hab grad sagen, warum bin ich denn so explodiert jetzt? Wie geht das Mana aus? Also, ich möchte bitte, dass der Timo mit seinen 2611 nicht anfängt, jetzt über mich zu lästern. Der ist, also der vereckt vom Glauben ab, so, der ist vorbei hier. Schade. Sehr gut. So, who's calling me? Ja. Ja. Stirb! Er starb, er hat gehört. Oh, tschüss Thomas. Ich hoffe, er ist gleich wieder da. Nee. Ja. Dachte, du bist wieder. Ja, gut. Das ist mir extrem runtergegangen, warum auch immer. Ich vermisse die Dunkelheit der Leere. 15.4. Timo? Noch Fragen? Irgendwie? Noch irgendwas sagen? Was hat er denn geschrieben hier? Shop up, MP instead of go alone in jungle. Ja, ja, da muss ich ihm recht, muss ich ihr recht geben. So, jetzt Maske. Ich verzichte zwar jetzt auf die harte AP-Kacke hier mit dem Rabadons. Aber ich glaube, die Maske plus Morelle Nomikons ist da ein bisschen sinnvoller bei dem Gegnerteam. Warum? Warum spielt sich jetzt der Timo hier als großer Teamleader auf? Sorry, aber ich krieg nichts gebacken. Das ist halt eine coole Sau, ein bisschen, ne? Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Oh Mann, ja, gut, dass du mir das gesagt hast. Ja, ich bin dich. Ich bin double buffed und in der Nähe. Oh yes. Instant geplatzt, da brauch ich nicht mal irgendwie groß was machen. So, jetzt hier mal ein bisschen pushen. I feel pain. Ein Gegner wurde getötet. Schönes Ding. Also langsam kommt er mir hier durch mich, oder? Durch dich, oder? Nö, nee, dauert ewig. Ja. Das ist richtig ekliges Tank-Duell. So, kleine Maske ist gleich fertig. Ich hoffe, ich entscheide mich richtig für dafür. Aber die haben halt so viel irgendwie, was sich hochhielt und so, dass ich da. Lieber sowas kaufe. Die Geschlechter lassen sich durch den Klang ihrer
85 denn der Teemo jetzt mittlerweile? Was? Einfach geplatzt. Nein, leider nicht. Ich erwischt ihn. Ja, aber du bist der bessere Tank. Also, hältst halt weit mehr aus. Danke. Ne, mein Freund. Oh, Alter, die Tristana macht jetzt aber auch Schaden mit Leute. Ja. Meine Fresse. Wir müssen jetzt hier endlich mal durchpushen. Nein! Jetzt überlebt auch geil. Der Team hat einen Inhibitor zerstört. Hast du aber auch echt Schaden mittlerweile? Meine Güte. MF, MF, komm her, MF. Ach, kein Mist, das ist ein Schau. Sieh ich gerade. Obwohl ich auch noch Sonias habe. So, und die Maske auch, jetzt bin ich Fullbild. Jetzt kann ich höchstens nachher irgendwas anderes verkaufen, um vielleicht noch Abadons zu leisten. 433 HP. Ja. Mhm. Können wir gleich noch einen blauen Trank holen und dann. Ach, Schuhe kann ich noch kaufen, genau. Also die Verzauberung. Oh, Mitte, brauche ich ein bisschen Hilfe. Was ich fehlen hier unten? Ach, da Timo. Der kauft sich aber auch Scheiße. Ganz ehrlich, das ist doch Mist, was der sich da holt. Macht irgendwie eine Mischung aus On-Hit und Unabhängig. Mhm. Ja. Na, das ist, wie er es macht, bringt aus seine Pilze überhaupt nichts. Mhm. Oh je. Ah, okay. Nein. Schade. Oh fuck. Geil, ich hab dir mal mitgenommen. Schön, komm. Ach, schönes Ding. Ja, was kaufe ich mir jetzt noch? Ich bin noch voll live. Ich weiß, du kriegst auch echt keinen Schaden mehr mit, leider. Das ist so, das hab ich gesehen. Well, ich kaufe jetzt einfach einen Trank. Mhm. Und das war's dann. Kann mir nichts mehr kaufen. Ich vergesse auch immer Sonias. Ich hab das noch nicht einmal ausgelöst in diesem Match. Ja, hier. Blauen Trank kaufen und dann. Go, go. Ja, den Innet haben wir nicht down gekriegt, glaube ich, da. Doch. So, komm weg. Stimmt, wir haben ja schon den. Oh, ja. So konzentriert spiele ich. Ja. Immer voll dabei. 19-6, Mann. Ich meine, ich brauche nicht mal mehr Konzentration. So, und Schuhe will ich verkaufen, genau. Ich holt man sich dann da am besten. Hier die. Wo sind sie denn? Heimbad, genau. Schwimm. Sieht so geil aus, wenn Velcro so schnell fliegt. Schwimm.
Ey, Tristana, Alter. Echt, ich finde sie gut. Wird von mir geonnert. Du auch. Das ist nett, ehrlich. Ja, nur für dich. Oh, oh, Mann! Okay, ich muss sagen, das haben wir sehr souverän eigentlich gespielt. Das ist die I. Ist auch verkackt gerade. Oh Mann, ey. Was hilft denn gegen? Ich bin auch schneller gestorben, als ich. Diesmal habe ich sogar an Zoom gedacht, aber es hat mir nicht viel gebracht. Ich muss bloß halt den Nexus machen. Scheiße. Ja, aber hier diese Sony. Stormfighter hilft mir gegen die, ne? Und F ist ja echt keine echte Bedrohung. Ja, ja. Und gegen Sinn eben. Ja. Gegen sein hier gegen. Ne, Yi macht ja mit seinem E nach True Damage, deswegen mit dir das so zur Hälfte. Also mit Dornpanzer gibst du ihm halt Schaden, aber hältst nicht viel von seinem Schaden ab. Ja, vielleicht noch ein Dings hier, ein Sonnenfeuer machen. Mhm. Kriegst du mit dem Grab auf jeden Fall einen Assist. Ich weiß nicht mehr, was ich mir kaufen soll. Ich verkauf gleich irgendwas und dann hole ich mir Rabadons. Aber pushen hier. Ja. Schade, ist doch eigentlich so was gedacht. Ja, das war doch mal, das war souverän, muss ich sagen. Haben wir eigentlich ziemlich gut gemacht gerade. Wir beide. Und ja, sehr schön. Ich freue mich. Promo, yay. So. Wo haben wir die Tristana? Auf jeden Fall hier. Und da bist du. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Mit 21.712 und bei dir mit 14.620. Tristana 17-12-10. Also das kann man durchaus verstehen lassen. Schon gut geworden. Yay, einmal Team ausgehen. Cool.